Hallo miteinander, heute ist der 1.4. und wir sind noch immer in den Corona-Zwangsferien. Ich sitze an meinem Schreibtisch, gerade ein paar Schulsachen erledigt, komme aus unterschiedlichen Besprechungen, hier auch mit meinem Hund, dem ist mittlerweile genauso langweilig wie mir. Aber wir beißen uns da durch, wir sind immer noch dran, wir machen immer noch unsere Aufgaben und wir geben uns noch immer Mühe. Leider hat sich die Situation ja noch nicht großartig verändert. Wir haben noch immer eine Ausgangssperre, beziehungsweise nur mit einem triftigen Grund dürfen wir nach draußen. Und ich jetzt zum Beispiel mit meinem Hund nach draußen muss, darf ich das natürlich auch. Aber ansonsten, man sieht schon, der ist leider auch mittlerweile sehr, sehr müde. Da sagt er auch mal Hallo. Der weiß auch nichts mehr mit sich anzufangen, weil meine Eltern natürlich ungewöhnlich viel zu Hause sind und dementsprechend auch die Situation für ihn eine ganz andere ist als gewohntermaßen. Aber ja, ich werde jetzt weiter ein bisschen mit Freunden quatschen, den Tag irgendwie rumbringen und weiter an den Schulsachen arbeiten und hoffentlich dieses Jahr noch dem Abschluss entgegenblicken.